Willkommen zurück zu Rising World. Und eigentlich wollte ich jetzt ein bisschen geheimnisvoll tun und so langsam erzählen, was ich hier eigentlich gemacht habe. Naja, kann ich eigentlich sowieso machen, aber das Portal hier sieht man schon. Also es ist schon mal klar, ich habe hier ein bisschen mit Portalen gearbeitet. Boah, ich habe heute so viel zu erzählen. Ich mache das mal eben mit dem Portal hier fertig und dann fange ich mal ganz in Ruhe an, ein bisschen was zu erzählen, was hier so insgesamt passiert ist. Nicht nur im Spiel, sondern auch im Real Life bei mir. So, also, Portal Set Target. Wir müssen jetzt nur noch ein Target-Portal setzen. Und dann sind wir eigentlich schon mal durch. Set Target. Von Portal 7 wollen wir das Set-Target, also das Zielportal, setzen. So, Destination of Portal ID 7. So, mittlerweile ist es ganz dunkel geworden und das ist auch gar nicht so schlimm. Wir müssen jetzt vielleicht in den ersten paar Minuten, in der ersten Zeit dieser Folge noch gar nicht so viel machen. Denn, wie gesagt, ich habe ein bisschen was zu erzählen. Es ist nämlich derzeit so, dass nicht ganz so viele Rising World Folgen kommen und das liegt unter anderem, vor allen Dingen liegt es daran, dass ich derzeit umziehe. Ja, ich ziehe im Real Life nämlich gerade um und die größte Sorge ist natürlich bei diesem Umzug, dass ich nicht genug Folgen machen kann, weil ich die Zeit und Ruhe dafür nicht finde. Jetzt könnte der ein oder andere sagen, ja gut, Fabi, mach sein, Umzug hin und her. Aber du bringst ja auch Folgen von The Forest raus. Richtig, mache ich auch. Aber die Produktion oder die Erstellung von Folgen von The Forest ist ganz was anderes als Rising World. Also bei Rising World, oder nee, ich fange anders an, bei The Forest, da spiele ich einfach drauf los, da bedarf es eigentlich keiner großen Vorbereitung. So, ich mache es ein bisschen Licht an hier. Da bedarf es eigentlich keiner großen Vorbereitung. Da kann ich einfach anfangen. Jetzt auch gerade diese Serie, die ich hier mit Andy zusammen mache. Da gehe ich einfach drauf los. Da fange ich einfach an und spiele. Und es ergibt sich schon irgendwas irgendwie. Da gehe ich also ohne große Vorbereitung einfach so ran. Bei Rising World, zumindest bei mir, ist das da anders, weil ich mich vorher immer so ein bisschen vor der Aufnahme so ein bisschen auf die Folge einstimme und mir überlege, was machst du eigentlich in der nächsten Folge, wie soll das weitergehen, was läuft da, was möchtest du zeigen, möchtest du vielleicht Kommentare vorlesen und so weiter und so fort. Das passiert im Grunde genommen alles und das erfordert halt, wie gesagt, ein bisschen Vorbereitungszeit und diese Muße, diese Ruhe, die habe ich dafür im Moment, sagen wir mal, nicht ganz so viel. Ne? Ich bin natürlich dabei immer hin und her gerissen, weil ich selbstverständlich sehr gerne Rising World spiele und das auch weiterspielen möchte. Und ich aber dann halt auch gute Folgen machen möchte. Und wenn ich diese Muße, diese Ruhe nicht habe, diese innere Vorbereitungszeit, die ich für mich einfach brauche, damit es eine stimmungsvolle Folge wird, dann stehe ich im Grunde vor der Wahl, machst du es jetzt trotzdem oder lässt es einfach sein? Und dann entscheide ich mich natürlich, ach, die Blumen wollte ich doch pflücken, nicht doof, Mann. Naja, egal. Dann entscheide ich mich in solchen Situationen normalerweise dafür, dass ich dann halt keine Folge mache, weil das dann einfach blöd ist. Jetzt ist es allerdings so, jetzt bin ich so ein bisschen eingestimmt, jetzt bin ich so ein bisschen psychisch drauf eingestellt und jetzt mache ich es halt auch vor dem Hintergrund, weil ich das einfach mal erzählen wollte, dass ich umziehe. Also ich wohne derzeit in der Stadt Osnabrück und ziehe aufs Land. So viel kann ich sagen. Und der Umzug läuft jetzt schon einige Wochen, am Anfang nur sehr schleppend, doch jetzt geht es so langsam ans Eingemachte, dass man halt nicht nur anfängt, das Kleinkram irgendwo mit dem Auto rüberzubringen zur neuen Wohnung, so wie es jetzt bei mir der Fall ist, sondern man macht sich auch immer mehr an die größeren Sachen. Jetzt fängt im Grunde genommen auch das Inventar, hätte ich jetzt fast gesagt. Die Einrichtung fängt jetzt langsam an zu leiden und der Computer steht noch, wie man sieht, sonst könnte ich ja nicht spielen. Auch der Schrank hinter mir steht noch, mein geliebter Kleiderschrank. Hintergrund des Umzugs ist so ein bisschen, dass die Wohnung, in der ich wohne, zu klein ist. Für mich, finde ich, und ich wollte gerne was Größeres haben. Und deswegen ziehe ich, ganz kurz gesagt, aufs Land. Genau, und da bin ich jetzt halt gerade noch bei und
Der Rechner ist noch angeschlossen in der alten Wohnung und das ist halt, ich bin den ganzen Tag mit diesem Umzug beschäftigt. Man denkt drüber nach, was muss man noch machen, was muss alles mit, Kleinigkeit über Kleinigkeiten, Lampen von den Decken abklemmen, Schränke von den Wänden hängen, Schränke ausräumen, irgendwelche Gläser in Zeitungspapier einwickeln, Bücher in Umzugskartons packen, überlegen, hat man genug Umzugskartons dabei, das war jetzt so ein kleiner Teil von den Sachen, die einfach anfallen und man zieht ja auch nicht ständig um. Deswegen ist das halt eine Sache, die einen schon irgendwie ein bisschen beschäftigt. Fakt ist aber auch, dass das bald wieder anders wird. Das bleibt natürlich nicht so und irgendwann werde ich auch wieder die Ruhe haben. Das wird voraussichtlich irgendwann im November sein, Anfang November wahrscheinlich schon, dass ich dann wieder ein bisschen mehr Ruhe habe. Wobei ich mich also im neuen Haus noch um die Internetverbindung kümmern muss, weil das da mit den Routern ein bisschen ungünstiger ist als hier bei mir. Aber auch das wird geregelt werden. Selbstverständlich habe ich auch da schnelles Internet. Selbstverständlich kommen von da aus auch Folgen. Und natürlich werde ich euch Bescheid sagen, wenn es soweit ist. Sprich, wenn ich tatsächlich umgezogen bin. So, ich merke gerade, dass ich mich wieder ein bisschen, dass man doch sehr schnell die Steuerung... Wo fällt der denn hin? Dass man auch sehr schnell die Steuerung, ich will nicht sagen verlernt, aber dass man sich kurz dran gewöhnen muss, wenn man eine Zeit lang andere Spiele gespielt hat. Ich bin jetzt ein bisschen auf dem The Forest Trip gerade, wie ich feststelle. So, kriege ich die jetzt da raus? Ich hatte ja letztes Mal erwähnt, dass mit dem Aufsammeln von Baumstämmen ist ein bisschen schwieriger geworden. Das haben übrigens auch andere bestätigt in den Kommentaren und... Apropos Kommentare, bevor ich jetzt hier großartig aufräume, wir sind, das habe ich noch gar nicht gesagt, wir sind immer noch in High Mountains, selbstverständlich. Wir sind immer noch in High Mountains und es sind mehrere Kommentare gekommen, aber bevor ich darauf eingehe, möchte ich jetzt einmal die Portale zeigen, die ich hier gebaut habe. Was habe ich denn eigentlich gemacht? Ich habe, und ich glaube, das hatte ich in den Folgen vorher auch schon angedeutet, ich habe ein Portal gesetzt Richtung... unserer bisherigen Heimat. Ich wollte jetzt nicht alte Heimat schreiben, denn wenn ich alte Heimat schreibe, könnte das ja auch die ganz, ganz alte Heimat sein, wo wir ganz am Anfang waren. Das ist halt nicht der Fall. Haben jetzt lange in einem Haus, sagen wir mal, am Wald gewohnt. Deswegen heißt das hier auch Haus am Wald. Wenn wir dahin zurück wollen, das heißt unsere vorherige Heimat, dann gehen wir in dieses Portal rein. So, ich nehme jetzt mal diese Säge hier raus, damit ich die Hand frei habe. So. Nicht immer mit der Sense in der Hand hier, das ist ein bisschen nervig. Und wenn ich jetzt hier reingehe, schwuppdiwupp, sind wir dann nämlich, oh Wunder, wenn sich die Landschaft aufbaut und die Karte nicht abstürzt, was ich jetzt nicht hoffe. Genau. Wir sind zu Hause, sieht man ja auch. Übrigens, was mir total entfallen ist, oh, da unten ist schon wieder die Anzeige, dass wir frieren. Ich dachte, wir schlafen mal eben. Wenn wir jetzt schon mal zu Hause sind, können wir auch mal eben schlafen. Ich habe mir übrigens sagen lassen von Julia Let's Plays, wieso ist die Tür hier eigentlich auf? Von Julia Let's Plays mir sagen lassen, dass das da unten, diese blaue Anzeige, die jetzt gerade zum Glück nicht mehr da ist, die immer nur erscheint, wenn es uns zu kalt wird, als blaue Anzeige und als rote Anzeige, wenn es zu heiß ist. Das ist natürlich kein Wassertropfen, wenn es kalt ist, sondern ein Thermometer. So, und jetzt gehen wir mal eben schlafen, damit wir wieder Tag haben. Ich glaube, wenn wir Tag haben, kann man das Ganze so ein bisschen besser verfolgen und das machen wir auch. Oh! Die Anzeige ist schon wieder da. Wieso frieren wir denn jetzt? Dürfte jetzt aber eigentlich nicht mehr der Fall sein. Aber wenn wir zu Hause sind, dann sollten wir uns natürlich auch so ein bisschen mit Nahrung versorgen. Nichts... besoffen? Nichts Besonderes halt. Aber so ein bisschen was sollten wir halt... Alter, was ist hier los? Haben die irgendwas geändert in der Steuerung? Wieso hänge ich mich jetzt an diesen blöden Wänden auf? Normalerweise rutscht man da vorbei... Das ist jetzt gerade irgendwie nicht da. Boah, Assi! Was ist das denn? Was ist denn los? Irgendwas haben die an der Steuerung geändert. Irgendwas ist hier geändert worden. Das sollten die mal wieder tunlichst zurückändern. Nach meiner Meinung nach. Dass man hier an den Wänden kleben bleibt, ist nicht so ganz toll, finde ich jetzt. Ich überlege gerade, ob ich ein paar Steaks in den Ofen schmeiße und einfach was erzähle. Was ist das denn hier? Baumstammstück, das sieht ja ganz anders aus. Also auch da haben sie wieder was verändert. Die optische Darstellung von Holz ist anders geworden. Ich gebe zu, ich habe mich jetzt gar nicht nach den Updates erkundigt. Aber was soll's, wir nehmen erstmal ein paar Äpfel hier raus. So, und ernähren uns einfach mal.
Jedenfalls, das Portal haben wir gesehen. Und hinter dem großen Ofen in dem Schuppen ist halt noch ein Portal. Übrigens ist unser Thunder immer noch auf dem Dach. Dazu übrigens auch nochmal einen netten Kommentar, der irgendwann mal von Julia Let's Plays kam. Die meinte, dass wenn man, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber wenn man sich in einem Areal nicht befindet, wo man schon mal war oder wo Tiere halt spawnen und man selber nicht ist, dann fallen die immer, wenn die sich generieren, sobald man in diesen Chunk oder wie man immer das auch nennt, kommt, fallen diese Tiere praktisch von oben runter. Die sind de facto erstmal nicht da, die werden erst erstellt, wenn das Gebiet halt erstellt wird, wo man durchläuft, wenn das Gebiet generiert wird. Und dann fallen diese Tiere, wenn die halt auch generiert werden, von oben quasi vom Himmel auf die Erde. Und wenn da ein Gebäude zwischensteht, dann fällt dieses Pferd in diesem Fall oder auch Kühe oder sonst was, fallen auf das Dach. Wobei das vielleicht auch nicht ganz stimmen kann. Ich weiß nicht, woher diese Quelle kommt. Insgesamt, woher Julia diese Quelle hat. Aber Storm steht ja auch unterm Dach. Und Storm ist halt nicht auf dem Dach, sondern ist halt irgendwie, wenn, dann runtergefallen, aber durchs Dach gefallen. Ne? Also es ist irgendwo, weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich zu 100% jetzt passt, was Julia da erzählt. Vielleicht schon, vielleicht nicht, ich weiß es nicht. Aber mit Storm passt das dann ja halt nicht, wenn die Theorie stimmen würde, sag ich mal. So, hier hinter ist halt auch ein Portal, da haben wir ein bisschen Pech gehabt. Aber wir können halt mit diesem Portal jetzt wunderbar pendeln von High Mountains nach Hause und wieder zurück. So, ich dachte schon gerade, das ging nicht, aber das ist sehr gut, dass wir das jetzt so machen können. Weil nämlich die Entfernung gigantisch ist. Wenn wir einfach mal unsere Map aufmachen und einfach mal so ein bisschen scrollen. So, hier ist High Mountains. Wir haben noch nichts gebaut, wir sind gerade praktisch erst angekommen. Und ich gehe gleich auch nochmal auf ein paar Kommentare ein. Wir sind gerade angekommen in High Mountains. Hier ist unser Zwischenlager. Weiter über die zerklüftete Landschaft, über das Wasser und so weiter kommen wir hier wieder an Land. Hier irgendwo kamen wir an, haben uns mega gefreut, dass wir Wasser gefunden haben. Erst dachte ich, es wäre ein Meer, aber mittlerweile sind mehrere Kommentare eingegangen. Nein, Fabi, es ist ein See, denn ein Meer hat auch Strand mit Sand und allem drum und dran. Und das Wasser aus einem Meer kann man halt auch nicht trinken. Dieses Wasser allerdings schon, wenn ich mich nicht täusche. So, dann geht das hier weiter, 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 immer weiter über das Grasland, was immer gleich ist. Und wir kommen zu einem Zwischenlager, was wir noch nicht gesehen haben, denn bei der Aufnahme seinerzeit ist was schiefgelaufen. Ich musste die Folge wieder löschen. Und aber dieses Zwischenlager werden wir auf jeden Fall auch besuchen. Es gibt so viel zu tun, ich könnte so viel erzählen. Aber ich muss versuchen, da irgendwie eine Ordnung reinzubekommen und meinen Umzug jetzt auch ein bisschen zu vergessen während dieser Folge. Auch wenn mir das vielleicht nicht unbedingt ganz gelingen mag, aber natürlich möchte ich mich mit dir zusammen auf diese Folge konzentrieren. Und wir wollen ja schließlich etwas Schönes tun. Und das Schöne sind vor allen Dingen die Kommentare. Silvia Z. schreibt, wollte auch nur so meine Erfahrungen mitteilen, da sie vielleicht nützlich sind. Die Kälte, Frieren, Simulation, scheint von nassen Füßen abhängig zu sein. Das Gefriere wird man bei kaltem Wetter nicht mehr los, es sei denn, man zieht die nassen Klamotten aus. Ich habe meistens Pullover, Jeans und Trekkingschuhe an und zu Hause noch was Trockenes. Lagerfeuer scheinen kein bisschen zu wärmen. Kein bisschen zu wärmen. Hab's in einem komplett geschlossenen Steinhaus mit 5 Lagerfeuer und Schmelzofen versucht. Keine Chance. Gut zu wissen. Vielleicht ist das aber auch noch in der Entwicklung. Kann ja vielleicht nochmal kommen. Mit dem Repetiergewehr brauche ich etwa 4 bis 5 Schuss, um ein Schwein zu erlegen, da dieses nach dem ersten Treffer anfängt, im Zickzack durch die Karte zu rennen. Beste Waffe meiner Meinung nach, speziell gegen Bären, ist die Armbrust. Erwischt man den damit von der Seite, reicht ein Schuss meistens auch aus. Trifft man ihn hingegen am Kopf oder in Bewegung, braucht man 2. So. Wir sind wieder in High Mountains angekommen. Von der Karte her braucht man 2. Die hölzernen Fackelhalter halten auch sehr gut an Wänden und sogar an überhängenden Felsen. Ja, genau. Statt einem Shelter würde ich ein Zelt empfehlen, da man dort auch ein Inventar hat. Welches Zelt? Wo gibt es denn hier ein Zelt? Weiß ich gar nicht. Zelt, Zelt, Zelt. Müssen wir uns nochmal angucken. Wir haben jetzt gerade hier keine Crafting-Werkbank da. Wir könnten höchstens mal eben hier bei Crafting gucken, ob da irgendwas ist. Aber ein Zelt, ich weiß jetzt gar nicht, was sie da meint. Also wir haben hier nur dieses
Shelter oder hat sie das gemeint? Statt einem Shelter, schreibt sie aber. Nee, es muss wohl noch irgendwie ein Zelt geben. Vielleicht ist das ja auch neu und ich habe es noch nicht gesehen oder ich kann mich gerade irgendwie nicht erinnern. Kann auch sein. Erze wie Eisen sind extrem selten, zumindest bei mir. Habe 3 Tage kein Stück gefunden und es bei 3 Welten versucht. Regnen tut es bei mir teilweise tagelang. Silvia, da kann ich dir sagen, vielleicht ändert sich das mit dem Regen, wenn du nachts schläfst. Dann hört meistens, jedenfalls habe ich das so in Erinnerung, hört meistens der Regen auf. Den Trick, dass man mit der Sichel Setzlinge einsammeln kann, war mir neu. Danke für die vielen Tipps. Ach ja, probier mal das Fernrohr oder das Fernglas aus oder die Taschenlampe. Ganz vergessen. Der einfache Schmelzofen braucht anscheinend genau 50 Stück Holz für eine Schmelzung. Interessant. Der Schmelzofen war unser Zwischenlager, meint sie damit, den wir das letzte Mal in einer der letzten Folgen auch quasi das erste Mal verwendet haben. So, jetzt muss ich mal eben gerade gucken, wie das hier weitergeht. Hanne schreibt, die schönste Stelle für mich war, als du mit Zelda-Musik die Gegend erkundet hast. Mich würde es auch interessieren, wie es um den ganzen See herum aussieht. Da haben wir schon den ersten Hinweis, dass wir oder dass die Community Wert darauf legt, dass ich noch weiter den See hier erkunde und auch die Gegend noch weiter erkunde. Ich darf jetzt noch keine Pause machen. Jedenfalls wünscht Hanne sich das. Ich gehe nochmal drauf ein. Keine Sorge, ich gehe nochmal drauf ein. Boah, ich bin voll auf dem Forest-Trip hier. Ich bin voll auf dem Forest-Trip, wenn ich diese Bäume fälle. Ich habe jetzt so oft The Forest gespielt die letzten Tage, dass ich gar keine Bäume mehr fällen kann irgendwie mit Rising World. Naja, ist jetzt übertrieben, aber das ist halt bisschen Gewöhnungssache. So. Auch Toto Six Let's Play schreibt, such dir einen Strand, das lohnt sich. Julia Let's Plays schreibt, vielleicht magst du ja den See einmal ganz umwandern. Dann hast du den schön übersichtlich auf der Map. Dort hinzuziehen ist keine schlechte Idee. So ein Haus an der Stallküste, nice. Aber erst musst du noch ein Meer finden. Also das ist doch wirklich immer sehr häufig gewünscht. So. OG Money, an diesem See würde ich jetzt das Haus oder die Hütte von Through the Woods machen. Du machst so schöne ruhige Videos, schreibt Dragon68, angenehmer Musik, hab ein Abo dagelassen und so weiter. Bud77 Spencer schreibt, schicke Folge, dein Schmelzvorgang wurde fortgesetzt, als du nachgelegt hast. Das war die Sache, als ich den Schmelzvorgang bei dem letzten Ofen unterbrochen hatte und dann hinterher wieder Holz reingelegt hatte und ich nicht wusste, ob dieser Brennvorgang jetzt von neuem anfängt. Oder ob der einfach weitergeht, wenn das zwischendurch aufgehört hat zu brennen. Die Lösung ist, mehrere Kommentare kamen dazu, schreibt Bud77 Spencer ja auch, dass der Brennvorgang nicht unterbrochen wird, sondern einfach weitergeht. OG Money, aha, Fabi macht mobile, jetzt musst du nur noch die geeigneten Wasserstraßen bauen. Ja genau, das war jetzt bezogen auf den See, den wir gefunden haben, hat OG Money gemeint. Und klar könnte man auch Wasserstraßen bauen, aber im Survival-Modus kam dann als Antwort auch sofort hinterher von einigen anderen. Im Survival-Modus ist es schwierig, Wasserstraßen zu bauen, weil man das mühsam mit Wassereimern machen würde. Und das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders, dass man da jetzt 1 Million Eimer vollschöpft, um irgendwo eine Wasserstraße zu bauen. Ich denke, das werden wir im Survival-Modus nicht machen. Aber wir haben sowieso so viele Pläne und so viel zu tun, dass es eigentlich völlig egal ist, ob wir jetzt Wasserstraßen bauen oder nicht. Denn Wasser ist ja letztendlich genug da. Eine Sache möchte ich natürlich auch noch erwähnen. Wir werden selbstverständlich auch bald Motorboot fahren. Auch das ist ja ein Ziel, was wir uns doch gesetzt haben. So, was ist hier? Alter, ich drück doch nun jedes Mal den falschen Knopf. So. Alles klar. Haben wir erledigt. Und wie gesagt, wir kommen halt nicht drum rum, einmal um den See herumzufahren und vielleicht auch noch mehr zu suchen. Ich habe jetzt mal zwischendurch so ein bisschen als Überbrückung etwas Bäume gesammelt, denn wir werden irgendwo hier auf jeden Fall hin zurückkehren. Aber trotzdem, wir haben das Boot, wir haben jetzt das Portal gebaut, wir können immer wieder hierhin zurückkehren. Wir haben High Mountains auf der Map gekennzeichnet, werden es also immer wieder finden. So, die Säge tun wir jetzt erstmal weg hier. Und ich würde sagen, wir gehen zu unserem Schiff zurück. Ihr habt es so gewollt. Ich wollte hier bleiben, ganz ehrlich. Ich wollte in High Mountains bleiben, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Aber ihr wolltet weiterreisen, also machen wir das jetzt. Ich kann mich da jetzt auch nicht beugen. Also es ist jetzt, es ist euer Wille, dem muss ich mich beugen. Das ist halt jetzt so.
So, ich muss ja hier ein bisschen wegkommen jetzt. Mal gucken, ob mir das gelingt. Ohne, dass ich auf den Felsen aufschlage. So, funktioniert. Wunderbar. Dann frecken wir uns doch mal eben den Hals. Wo wollen wir denn jetzt eigentlich hin? High Mountains ist gesetzt als feste Stelle. Also das ist wirklich ein großer Gewinn, dass wir dieses Portal jetzt gesetzt haben. Denn auf diese Weise können wir natürlich schnell auch wieder an andere Orte kommen, ist ja klar. Einmal die Map aufgemacht. Wo sind wir denn überhaupt? Dort sind wir. Und wie Julia Let's Plays ja geschrieben hat, wir sollten vielleicht einmal am Ufer hier entlang fahren, damit der ganze See auf der Karte aufgedeckt wird. Ich bin gespannt, was da noch so kommt.